Moin, willkommen bei LZ-Parts, dem Online-Shop der Lüdemann und Zanke AG. Was habe ich heute für euch? Wieder rein informativ und ganz zum Schluss kommen auch so zwei Produkte, die versuche ich zu bekommen, aber es ist sehr schwer, sie zu bekommen und sie sind nicht günstig. Ja, aber ich kann euch jetzt hier über den Rückspiegel sehen, in der Kamera, auf dem Display. Ich muss jetzt die Brille aufsetzen, weil ich hier rauf gucken muss, damit ich hier alles scharf habe und euch das vernünftig erklären kann. Zum einen möchte ich euch erklären, wie kann man zum Beispiel die Leuchtmittel hier in der Deckenleuchte, das hier ist die Deckenleuchte von einem Dacia Duster 2 Phase 2. Dacia Duster 2 Phase 1 sieht hier nicht anders aus. Für diejenigen, die sich fragen, was ist das hier? Das ist der Temperaturfühler für die Klimaautomatik. Und dann haben wir eben halt hier noch die Airbag-Anzeige. Aber wir wollen ja nicht zu viel machen hier. Also, hier ist eine Abdeckung drauf. Diese Abdeckung, ihr kennt dieses Werkzeug hier, das findet ihr im Shop. Das ist von Headset. Ups, nicht gegen die Kamera kommen, muss ich auch aufpassen. Also eine Ecke abziehen und dann möglichst sauber und gerade, nicht zu doll verwinkeln. Dann habt ihr da drinnen die Leuchtmittel. Oh, die sind hier noch schön warm, gerade eben vom Öffnen. Ich kriege die so mit der Hand fast gar nicht raus. Diese hier kriege ich raus. Ich tue sie nochmal wieder rein. So. Dann sieht man das, die leuchten auch. Jetzt muss ich schnell sein und sie wieder rausziehen, weil sonst wird es echt warm. So. Und ich drücke mal ein anderes Leuchtmittel hier rein. Vielleicht sieht man das dann auch, den Farbunterschied. Die ist heller als diese hier. Das ist noch eine etwas ältere Osram W5W CBI, also Cool Blue Intense. Ja, dass man das mal sieht. Die zum Beispiel kann man wunderbar da reintun. Dann gibt es noch diverse Leuchtmittel, die sind ja nicht ganz legal im Sinne des Gesetzes, wobei ich das befürworte, wenn man das eigentlich macht. Nur die Frage ist dann, wie. Das hier zum Beispiel ist das gleiche Leuchtmittel als LED, allerdings ist das No Name. Die kommen dann von irgendwoher, man weiß nicht woher. Und das ist dann immer so, naja, tricky. Wollen wir mal schauen, wenn ich die jetzt hier reinsetze und wieder anmache. So richtig hell sind die nicht. Also das ist für mich so richtig, ja, das ist wirklich billig. So, das nächste Problem ist aber auch, dass solche LEDs Pulsweiten moduliert sind, also PWM. Und ja, den Empfang des Radios sehr stark beeinträchtigen können. Das nur mal als Hinweis. Also wenn ihr euch wundert, ihr setzt solche LEDs, macht dann das Radio an und es funktioniert nicht mehr vom Empfang her, dann liegt es meistens da dran. Also wenn ihr sowas macht, dann macht das bitte mit Qualitätsleuchtmitteln. Die gibt es nämlich auch von Philips und von Osram. Allerdings nicht mehr in Deutschland. In Deutschland dürfen die nicht gehandelt werden, weil man kann diese Leuchtmittel zweckentfremden als Standlicht im Hauptscheinwerfer. Und das ist definitiv nicht erlaubt. Okay, aber ich setze die mal rein und mach da mal auf. Jetzt funktioniert sie nicht, weil das ist noch eine ältere Generation von den Philips. Die müssen auch von der Polarität her passen. So, und die ist richtig schön hell, auch schön gerade nach unten. Okay, dass man das mal gesehen hat. Darauf solltet ihr vielleicht achten, wenn ihr sowas macht. Ist ja jeder erwachsen, alt genug und muss wissen, was er tut. Ich mache jetzt mal was anderes. Ich nehme die hier, greife ich an und ziehe nach unten weg und entriegel das Ganze mal. Hier auch. So. Und dann nehme ich die hier mal ab.
Und dann, jetzt muss ich mal direkt mal gucken, habe ich hier eine ganz andere. Das heißt, wir haben Fahrer und Beifahrer, Leselampen, einen Schalter an, aus, wie man das kennt. Stromanschluss haben wir auch. Wir haben sogar 4 Pins hier drin. Und hier haben wir nur 3 Stromanschlüsse oben dran. Ups, nicht wegspringen. Die drücke ich hier mal drauf. Und die passt. Okay. Und dann machen wir auf. Alle 3. Wunderbar. Und wenn ich die aushaben möchte, mache ich die aus. Wenn ich hier eine Leselampe haben möchte, habe ich Leselampe. Das ist also eine ganz feine Geschichte und finde ich richtig gut. Nochmal, sie ist schon seit über einer Woche im Vorlauf. Sie kommt und kommt einfach nicht. Aktuell haben wir echt das Problem, wir bestellen etwas und wir kriegen es dann nicht. Okay. Und ja, das ist die eine Lampe. Die wird genauso demontiert. Ja, und hier sieht man dann auch schon, hier ist jetzt praktisch alles frei. Und hier ist die Platine mit den LEDs drauf. Der zusätzliche Anschluss, der hier drin ist, da müsste man dann praktisch ja, von einem Schalter, Innenraumbeleuchtung oder dergleichen noch einen Kontakt nach oben legen ins Dach, dann sind diese Schalter hier auch beleuchtet. Ich muss die eben halt auch nur im Deckel abnehmen und hier genauso wieder ausklippen, wie ich es gerade eben mit der anderen gemacht habe. Dann war es das. So. So viel dazu. Dann muss ich sie wieder auf. Ich muss hier, bei dieser muss man wirklich aufpassen, wie man sie ordentlich wieder zusammensetzt, weil da drin sind ja eben halt diese Kontakte, diese Anlegekontakte für die Platine und zack, dann ist sie wieder ganz okay. Wollte ich euch mal gezeigt haben. Dann habe ich hier das gleiche nochmal. Allerdings ist diese hier anders aufgebaut. Ich habe jetzt hier mal den Deckel abgenommen, wie man sieht. Ja. Und hier könnt ihr das Ganze dann auch noch mal so sehen. Ob diese eine Beleuchtung haben für die Tastatur, kann ich noch nicht sagen. Also aus dem Wagen, wo ich sie rausgenommen habe, ist die Beleuchtung nicht angeschlossen. Aber sie hat auch 4 Pins. Und wenn wir die normale Standard-Serienleuchte nehmen, die hat 3 Pins zum Anschluss. Und die funktioniert. Die ist etwas robuster, so vom Eindruck her. Sie ist auch etwas günstiger nachher. Über die Preise rede ich hier jetzt noch nicht, weil Preise können sich jederzeit ändern. Und wenn ich die jetzt hier anschließe, wir machen mal auf und dann leuchten wir mal direkt in die Kamera rein. So, wir können sie auch hier ausmachen. Wir können auch hier die Fahrer- und Beifahrer-Leselampe machen, an, aus. Und sie passt natürlich auch hier oben wunderbar rein, ne? Dass man das mal gesehen hat. Auch diese baue ich jetzt wieder aus, denn wenn wir mal hier das Ganze wieder auf Stand 0 bringen, und zwar so, wie es war. Und wenn ihr die jetzt praktisch, das ist jetzt die Serienleuchte wieder, die packe ich jetzt nicht hier oben einfach rein, und drücke dann den Rahmen drauf, macht das bitte nicht, sondern immer den Rahmen zuerst auf die Leuchte draufbringen. Ja, ist nicht ganz einfach. So, klick, schön zu, sauber und ordentlich in der Mitte auch. Klack und dann ist sie wieder drin. Funktion überprüfen, geht auch. Okay, so viel dazu. Dann werde ich mal diese hier zusammensetzen und ja, dann gehe ich mit euch einfach mal nach hinten
Ich gehe mal nach hinten. Ich gehe auf die Rücksitzbank jetzt. Keine Angst, ich bin noch da. Ich muss jetzt nur euch mal hier ein bisschen wegziehen. Und dann schauen wir mal, dass ich das so eingestellt bekomme, dass ihr das andere hier sehen könnt, ohne dass ich irgendwo gegenkomme. Hallo! Und geht das? Ich krieg das hin. Da! Okay, ist nicht ganz die Mitte, aber ich glaube, ihr könnt damit leben. So, jetzt muss ich mein Werkzeug von vorne wiederholen. Und die Innenleuchte habe ich hier auch schon. Dann gehe ich hier drunter. So, dann so. Anschließen. So. Dann hat man das mal gesehen, ne? Okay. Ich hoffe natürlich wie immer, dass ich weiterhelfen konnte. Und sage auch wie immer, bis denn dann.